Und wir schauen uns erstmal, das sind nur ein paar Folien hier in dem ersten Kapitel, wir schauen uns mal so die Grundlagen der Media an, wofür wir das brauchen und was wir da machen müssen. Ich blätter mal vor. So, das sieht eigentlich folgendermaßen aus. Wenn wir in einem Konzept die Werbebotschaft haben und Werbebotschaft, wo wird die gemacht in einem Konzept? Stichwort, ihr seid dran, Werbebotschaft, wo entsteht die Werbebotschaft in einer, nein, Andreas, nicht nur das Wort, wo entsteht die in einem Konzept? Wo werden die Inhalte festgelegt, einer Werbebotschaft? Nicht dieses Wort. Das ist die Analyse, Andreas. Tiefer. Wo wird die Werbebotschaft? Ja, in der Kommunikationsstrategie. Genauer, Yvonne. Kaum da und schon am Werben. Das freut mich. Also, genauer. In der Kommunikationsstrategie ist richtig, aber wie heißt der Punkt, wo die Inhalte der Werbebotschaft festgelegt werden? Also nochmal, der Punkt, wo die Inhalte der Werbebotschaft festgelegt werden, kennt ihr alle. Copy-Strategie, ja, na klar, das ist die Copy-Strategie, da wird die Werbebotschaft gemacht, also die inhaltliche Werbebotschaft und so weiter, das ist komplett richtig. So, jetzt wollen wir Folgendes machen, jetzt habe ich meine Werbebotschaft und ich mache mal ein Beispiel, ganz einfach, unser Joghurt ist lecker, weil er hat ja ganze Früchte, also unser Joghurt ist lecker und er hat ja ganze Früchte, so. Und jetzt möchte ich gerne diese Werbebotschaft über Verkaufsförderung, also über das Instrument Verkaufsförderung kommunizieren. In dem Fall sind keine Medien beteiligt. Deswegen brauche ich in diesem Fall auch keine Media. Jetzt mache ich mal wegen der Pressemitteilung. Der neue Joghurt ist besonders fruchtig. Auch wunderbar. In dem Fall brauche ich auch keine Medien, keine Media. Oder ich mache Sponsoring oder Event oder irgendwas anderes. Das sind alles Fälle, in denen ich keine Mediaplanung brauche. Es sei denn, ich transportiere die Werbebotschaft über Medium, und zwar gegen Entgelt. PR ist ohne Entgelt. Gegen Entgelt. So, und da gibt es genau zwei Sparten. Entweder gehe ich in die klassische Werbung rein, dann habe ich Gattungen. So, das sind die Arten der klassischen Werbung. Kennt ihr? Print, TV, Hörfunk, Kino, Außenwerbung oder Out of Home. So, oder ich gehe in Online-Bereich rein und dann nehme ich eben Online-Werbeträger und dann bin ich beim Online-Advertising, also bei der Online-Werbung. So, das heißt, wenn ich Werbeträger nutze, um meine Werbebotschaft zu verbreiten, dann bin ich in der klassischen Werbung oder im Online. So, das heißt, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Unser Joghurt, ich mache eine schöne Printanzeige. Dann ist hier die Anzeige fertig. Oder ich mache einen tollen TV-Spot oder Hörfunksport oder ähnliches. Dann bin ich in diesem Bereich. Oder ich mache mal eine schöne Bannerwerbung, einen Skyscraper oder irgendwie sowas. Dann bin ich in dem Bereich. So, jetzt muss ich noch überlegen, welche Werbeträger nutze ich denn, um diese Werbemittel, die ich hier gestalte, zu kommunizieren? So, und das ist die Mediaplanung. So, das heißt, die Mediaplanung hat eigentlich nichts mit den Werbemitteln zu tun, sondern mit den Werbeträgern. Und was macht die Mediaplanung? Sie transportiert unsere Werbemittel, ja, die entstehen hier in diesen Bereichen, durch Werbeträger eben zur Zielgruppe. So, das heißt, Aufgabe der Mediaplanung ist Transport der Botschaft durch die Medien zur Zielgruppe. So, wichtig ist, dass die Zielgruppe genau erreicht wird, dass die Zielpersonen möglichst häufig erreicht werden und dass es alles noch relativ kosteneffizient ist. So, das ist die, wie gesagt, das ist die Abteilung Mediaplanung. Wenn ich keine Medien einsetze, beziehungsweise andere Instrumente nehme, dann brauche ich auch keine Mediaplanung. Also Mediaplanung brauche ich nur dann, wenn ich grundsätzlich irgendwo klassische Werbung mache oder Online-Werbung. Das ist alles. Ne? So, und da müssen wir uns natürlich mit der Mediaplanung ein bisschen unterhalten, weil es einer eurer Schwerpunkte, falls das noch keiner gemerkt hat. So, ja, schauen wir uns das an. Wie sieht die Mediaplanung aus? Wie ist sie aufgebaut? Und da gibt's zwei Kategorien einfach. Das eine kennt ihr hier, Inter- und Intramedia. Dann machen wir eben noch ein bisschen quantitative und qualitative Media. Das sind die Bereiche der Media. So, wenn ich eine quantitative Media habe oder ich bin im Bereich quantitative Media, dann geht alles in irgendeiner Weise mit Kennziffern. So, das ist nichts anderes als Reichweite, Auflage, Werbedruck, Einschaltquote und so weiter. Das alles ist quantitative Media. Also immer dann, wenn ich eine Zahl habe. Genauso wie Buchführung, ist auch quantitativ. So, wenn ich in diesem Bereich bin, dann spreche ich von der quantitativen Media. So, dann gibt es aber noch eine Media, die ist so ein bisschen ja subjektiv, sage ich mal. Da geht es um Beurteilungskriterien, die nicht direkt bezifferbar sind. Wie zum Beispiel das Image eines Mediums oder die Darstellungsqualität oder irgendwie sowas. Das nennt man qualitative Media. So, das meiste spielt sich immer in der quantitativen Media ab. Das ist ein bisschen so ein Randbereich der Media. Also man unterteilt die Media in quantitative Media und qualitative Media. So, das ist das eine. Ist nicht dramatisch. Das eine ist bezifferbar und das andere ist eben nicht direkt bezifferbar. So, jetzt gehen wir einen tiefer.
Und jetzt müssen wir uns zwei Begriffe mal reinziehen, nämlich die sogenannte Intermedia und die Intramedia. Also, Intermedia, Inter heißt nichts anderes wie übergreifend oder in diesem Fall gattungsübergreifend. Das heißt, wenn ich im intermedialen Bereich bin, dann treffen Kennzahlen für verschiedene Gattungen zu. So, machen wir ein Beispiel. Wenn ich beispielsweise die Reichweite von einem TV-Spot vergleiche mit der Reichweite eines Hörfunkspots, ist das eine intermediale Angelegenheit, weil verschiedene Gattungen daran beteiligt sind. Oder wenn ich zum Beispiel von einem Nutzer rede, ein Nutzer ist ein Mediennutzer und das ist ein intermedialer Begriff. Das heißt, dieser Begriff kommt in allen Gattungen vor. Es gibt sowohl den Nutzer im Hörfunk, es gibt den Nutzer im TV-Bereich, das ist dann der Seher und so weiter. Das ist ein intermedialer Begriff. Also, intermedial heißt übergreifend. Genauso kann man sich gut merken, international. Wenn ich international bin, dann fahre ich eben von einem Land ins andere Land. So, das heißt, ich überquere die Grenze. Und das heißt eben übergreifend, international, intermedia, kann man sich vielleicht ein bisschen merken. So, und da geht es um die Sache, eben Intermedia ist nichts anderes wie TV, Print, Kino, Außenwerbung, also alle Medien. Ne? Das heißt intermedial. So, und dann gibt es das Wort intramedial. Und wenn ich intranational in den Urlaub fahre, dann bleibe ich in Deutschland. Ja, also in diesem Fall bleibe ich schön in Deutschland mit meinem Auto. Ich fahre in die Eifel oder ins Sauerland oder runter nach Saarbrücken beispielsweise, kann ich auch hinfahren. So, da bin ich intranational unterwegs und das Gleiche ist mit Intramedia, heißt innerhalb einer Gattung. So, also wenn ich zum Beispiel hier so einen Vergleich mache von verschiedenen Fernsehsender oder ähnliches oder verschiedenen Printmedien, dann bin ich in einer Gattung. So, und dann ist das eine intramedialer Vergleich oder ganz einfach, das ist die Intramedia. So, das heißt, intra heißt immer, es gilt nur in einer Gattung. So, und intermedia heißt, es ist gattungsübergreifend oder andersrum, es gilt in mehreren Gattungen. So, das sind die beiden großen Begriffe, die wir haben müssen. So, und jetzt seid ihr dran. Der Begriff Leser, ist ein intermedialer Begriff oder ein intramedialer Begriff? Ihr seid dran. Leser. Was ist ein Leser? Ja, das ist ein intramedialer Begriff. Ja, da kommt es schon. So, das ist ein intramedialer Begriff. Und das heißt, dieser Begriff gehört in die Gattung Print. So, was mit Reichweite, Leute? Reichweite. Inter oder intra? Ja, ist ein intermedialer Begriff. Die Reichweite gilt nämlich überall. Die gilt sowohl im Plakat als auch im Hörfunk, im TV, im Online-Bereich und so weiter. So, jetzt eine Frage an den Felix. Felix ist da. Einschaltquote. Na, Felix, was ist das für ein Begriff? Inter oder intra? Felix noch nicht wach, oder doch? Also, habe ich ihn wohl auf dem falschen Bein erwischt. Also die anderen, was ist mit Einschaltquote? Inter oder intra? Ja, Adelbert, bist du ein bisschen falsch unterwegs. Einschaltquote gibt es nur in einem einzigen Medium, nämlich MTV, und damit ist das ein intramedialer Begriff. Das ist ein intramedialer Begriff. Okay? Andreas, intramedialer Begriff. Ja, Einschaltquote. So, im Hörfunk heißt es übrigens Hörerquote. Ja, also von daher gibt es da Unterschiede. So, kommen wir zur Auflage. Auflage, wie sieht's aus? Na, TV-Stream, wo sind wir dann? Sind wir im TV-Bereich oder im Online-Bereich? Ja, da sind wir im Online-Bereich. Okay. So, und dann ist es keine Einschaltquote, sondern du bist dran. Beim Stream machen wir das eben gerade. Also, Albert hat gesagt, hey, pass mal auf, du kannst ja auch Filme streamen. Habe ich gesagt, dann sind wir im Online. Und wie heißt der Kerl dann? Dann heißt er allgemein Nutzer oder User. Das ist der User dann. Okay? Das ist der User. Ja? Okay? Ja, so ähnlich, Andreas. So, weiter. Auflage, das ist ein intramedialer Begriff, den gibt es nämlich nur im Print. So, kommen wir zum Werbedruck. Wie sieht's aus mit Werbedruck? Inter oder intra? Gibt es den nur in einer Gattung oder gibt es den überall? Das ist eine klassische intermediale Größe, der Werbedruck. Dann haben wir den User, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ich nehme das direkt vorweg. Das ist eine intramediale Größe, den gibt es nur im Online. So, Nutzer. Da ist das Gegenstück. Den Nutzer gibt es überall. Und der Nutzer wird dann im Online zum User oder eben im Print zum Leser. Das ist die intermediale Größe und die gleiche Größe, also der Nutzer im Online ist der User, der Nutzer im Print ist beispielsweise der Leser. So, da haben wir den Hörer, ganz klare Sache. Hörer ist eine intramediale Größe. Ja, intramediale Größe. So, dann haben wir noch den Begriff Nutzerschaft.
So, Nutzerschaft, das sind die Leute, die ein Medium nutzen. Hm, schon allgemein. Also, das sieht schon so aus. Inter oder Intra, ihr seid dran. Ja, ist eine intermediale Größe. Und Zielgruppe, müssen wir nicht drüber reden, die gibt's überall. Also auch eine intermediale Größe. So, also immer im Kopf haben, Leute. Sind wir im intermedialen Bereich oder sind wir im intramedialen Bereich? Das ist wichtig, um das einfach mal so ein bisschen zu klassifizieren. Das ist alles eigentlich. Und ja, die ganze Media ist so aufgebaut. Ist egal, wo man jetzt ist. Es gibt Riesendaten über die Werbeträger. Und das ist jetzt egal, ob wir im intramedialen Bereich sind oder im intermedialen Bereich. Und die Werbeträger werden immer nach drei Kategorien bewertet. Nämlich einmal nach der Bewertung Reichweite und Druck. Das heißt, wie viel Reichweite oder wie viel Werbedruck macht denn eigentlich so ein Medium? Und dann gibt es hier verschiedene Größen, wie zum Beispiel die Netto-Reichweite, die Brutto-Reichweite, den DSK, den GRP, also die beiden Werbedruckgrößen, die Kontaktverteilung und sogar die wirksame Reichweite. Das sind so die Standardgrößen in dem Bereich, die werden wir heute kennenlernen. Oder wiederholen, sagen wir es lieber so. So, das heißt, wenn ich ein Medium bewerte, dann gibt es drei Bewertungskategorien. Die wichtigste ist Reichweite und Druck. Und da gibt es verschiedene Kenngrößen. Und das hier nennt man quantitative Media, weil hier wird nach knallhart bezifferbaren Daten bewertet. Das ist der Punkt. So, jetzt gehen wir mal weiter. Ich möchte gerne ein Medium nicht nach Reichweite und Druck bewerten, sondern ganz einfach nach der Wirtschaftlichkeit. So, und das ist die zweite Bewertungskategorie, die es gibt, also Bewertung nach der Wirtschaftlichkeit. Und da gibt es zwei Hauptgrößen, das sind die beiden deutschen Größen, den TKP und den TNP. Und es gibt sogar zwei amerikanische Größen, die waren mal in der Prüfung, deswegen taucht das hier überhaupt auf. Also die sogenannten Cost per Reach und Cost per GRP. Und das ist nichts Dramatisches, gucken wir uns an, ist eine ganz kurze Sache. So, TKP und TNP sind übrigens intermediale oder intramediale Größen. Ihr seid dran? Inter oder Intra? Echt? Yvonne, gibt es den TKP und den TNP nur in einer Gattung? Oder zufällig in allen? Na, was ist mit TKP und TNP? Den gibt es im Print, den gibt es im Online, ja, den gibt es überall. Ja, so, und damit sind das zwei intermediale Größen übrigens. Das ist alles intermedial, was hier übrigens ist. So, und da gibt es eure Lieblingskategorie, das ist die dritte Kategorie, die heißt Affinität. Da geht es darum, wie genau werden die Zielpersonen erreicht. Das heißt, wie viele Personen werden aus der Zielgruppe erreicht und wie viele werden eben nicht aus der Zielgruppe erreicht. Und da gibt es die zwei Größen. Das eine ist die Affinität und das andere ist der Affinitätsindex. Die eine von beiden ist ziemlicher Schwachsinn, das gucken wir uns dann später an. So, und das ist die dritte Bewertungskategorie. So, das heißt, wenn ich einen Werbeträger bewerte oder mehrere Werbeträger bewerte, dann bewerte ich sie grundsätzlich nach Reichweite und Druck, nach der Wirtschaftlichkeit und nach der Affinität. Das ist eigentlich alles. So, und das macht ein Mediaplanungsprogramm, das geht genauso vor, wie ich das jetzt auch mache. Und was mache ich? Ich bewerte hier meine Medien beispielsweise nach Reichweite und Druck, meinetwegen nach der Netto-Reichweite oder nach der Brutto-Reichweite, wie auch immer. Und was kommt da raus? Ein Ranking. Da ist eine Rangreihe und da weiß ich, das erste Medium ist am besten. So, ist egal, das mache ich nicht mit drei Medien, mache ich mit ganz vielen, dann geht das ganz schnell und die Sache ist erledigt. So, das gleiche kann ich natürlich mit TKP und TNP machen. Das heißt, ich überlege mir, wie teuer sind die Medien. Das billigste Medium kriegt dann hier meinen Platz 1, Platz 2, Platz 3 und so weiter. Und das gleiche kann ich auch mit der Affinität machen. So, was ich jetzt habe, sind drei Rangreihen. Ja, und damit habe ich alle Kategorien abgebildet. Und ich möchte natürlich gerne wissen, wie sieht das aus, welche Medien oder welches Medien ist denn in allen drei Kategorien am besten. Oh, das sieht jetzt hier gar nicht so gut aus. Da ist A, da ist A, da ist A. Naja, kann man schon so ein bisschen vermuten beispielsweise. Es wird wahrscheinlich das Medium A sein. Aber in der Praxis sind das natürlich alles Zahlen und das kann man nicht so leicht sehen. Also macht man einen sogenannten Dreierindex. So, was heißt, aus diesen drei Rangreihen macht man eine Rangreihe. Und dann hat man eben die Top-Medien für unsere Zielgruppe. So, das ist das ganze System der Media. Und das hier ist nichts anderes wie der Ablauf der Intermedia. Das heißt, es gilt für jede Gattung. Das ist alles. Es gilt letztendlich für jede Gattung. Es ist immer das Gleiche. Okay? So, man muss einmal diese Kategorien so ein bisschen beherrschen und ist die Sache erledigt. Kommt noch Andreas. Ja, kommt alles einzeln, kommt noch. Ja, brauchst jetzt nicht zu zittern. Okay? So, das, wie gesagt, ist die Masterfolie sozusagen, also unser kleines Mediahaus. Sieht nicht ganz so aus, aber immerhin. Heißt nochmal zur Information. Wir haben Daten über die Medien. Die Medien werden bewertet nach drei Klassen, nämlich nach Reichweite und Druck, nach der Wirtschaftlichkeit und nach der Affinität. Und in jeder Klasse stehen Kennziffern zur Verfügung. Da sind die, oder Kenngrößen.
So, und letztendlich wird aus jeder Kategorie eine Rangreihe gebildet und dann wird aus diesen drei Rangreihe eine gemacht. Das war's, mehr nicht. Okay? So, grundsätzlich Fragen dazu, zu diesem Ablauf. Nur von der, also inhaltlich ist noch nicht schlimm, Andreas. Nur so von dem Ablauf, denke ich mal, müsste das soweit durch sein. So, und wir gehen diese Kategorien durch und gucken uns das ganz genau an, wie das ist. Und ihr werdet sehen, das ist nicht als